Herzlich willkommen beim Ferngespräch hier bei Freiheitsfunken und ich habe heute zu Gast den Harlequin bzw. den YouTube-Kanal Super Freedom Bros. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, nur ich werde immer selten eingeladen. Normalerweise muss ich mich selber einladen, wie bei den Marktradikalen, aber hier kam die Einladung von dir. Ich bedanke mich wirklich sehr dafür, freut mich. Ja, ich war jetzt zweimal bei dir zu Gast, einmal alleine und einmal mit Michael Werner und Unbasiert. Und Unbasiert hat mich überhaupt erst auf deinen Kanal gestoßen. Na gut, der ist ja der Host hier bei Eigentümlich Frei. Schöne Grüße an Sascha Koll. Und du wurdest mir angepriesen als der anarchistischste YouTube-Kanal Deutschlands. Und naja, wenn du schon so ein Statement raushaust, dann würde ich mal sagen, wird es Zeit, dass wir uns unterhalten. Wie gesagt, Super Freedom Bros, den Kanal verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Vielleicht magst du mir als allererstes mal ein bisschen erzählen, wie bist du denn zu Anarchie, anarchistischem Gedankengut gekommen? Ja, die Frage kriegen wir oft gestellt und ich gebe immer gerne eine Antwort. Ich weiß nur nicht, ob die stimmt. Bei dir will ich jetzt mal ein bisschen ausholen, einfach weil es ja diesmal um mich geht. Also ich glaube, so der erste Impuls war meine erste Lohnabrechnung. Wenn man sieht, was die Leute einen wegnehmen, kann das schon radikalisieren. Nur wie es vielen so geht, es gibt immer so Aspekte. Die Lohnabrechnung, wie viel gebe ich ab? Und ich muss dazu sagen, ich habe Fleischer gelernt, also richtiger Schlachter. Ich bin damals um 3 Uhr aufgestanden und saß um 4 auf dem Fahrrad bei jedem Wetter und bin in die Schlachterei gefahren, morgens, ja, nicht nachmittags. Und habe aber auch alleine gewohnt und als Lehrling hast du nun mal keine allzu High-Society-Wohnung. Kurzum, ich habe mit Hartz-IV Leuten in einer Wohnung gewohnt. Morgens, wenn ich mir mein Fahrrad hinterm Haus weggeholt habe, habe ich oben das Fenster bei den Kiffern gesehen. Johnny hieß er, schöne Grüße gehen raus. Und dann habe ich mir so gedacht, alter Schwede, Alter, der genießt da oben sein Leben und ich radel jetzt zur Arbeit und finanziere die Pisse mit. Und das war so der erste Impuls. Dann kommen irgendwie immer Briefe vom Staat und Aufforderungen und Pass und Reisepass. Das ging mir alles auf den Sack, aber ich konnte es nie formulieren, wie es ja so vielen geht. Ich kann nicht formulieren, was mich stört. Und wie es so viele machen, überlegst du denn 1000 Gesellschaftsmodelle, 1000 Herrschaftsmodelle, bis ich irgendwann ja mehr oder weniger von selbst auf die Idee gekommen bin, ohne Herrscher. Und dann fängst du an, gab es da schon was? Ja, und dann stößt man auf Mises, Hoppe, ich damals auf Janich auch, Oliver Janich. Auch da gehen schöne Grüße raus. Und ja, YouTube dann, oder Bücher dann? Also war damals, Lesen generell dein Anreiz so? Damals YouTube. Also ich bin im Dorf groß geworden. Wir hatten da eine Bücherei, aber da hast du, glaube ich, nichts bekommen, was vor der Jahrtausendwende geschrieben wurde. Und damit meine ich nicht die Jahrtausendwende mit den 3 Nullen, sondern mit der 900. Also wirklich ein uraltes Dorfding. Und da gab es keine kritischen Bücher. Internet hatten wir erst zu Hause mit 16. Ich kannte es vorher schon. Also ich bin nicht Rainer Winkler, aber da hatte ich so keinen Zugriff drauf. Ich musste viel im Kopf selbst machen. Und ich hatte ja auch die Zeit dafür, weil ich einen ziemlich stupiden Job hatte, wo man nicht viel denken muss. Dann schweift der Kopf in alle Richtungen ab. Und na, dann über YouTube-Videos und dann habe ich auch die Bücher gekauft. Und bis heute ist Sicher ohne Staat für mich oder von mir aus immer die Empfehlung als Einsteigerbuch, weil ich es wirklich gut finde, obwohl ich habe damals Hoppe und Mises vorgelesen, weil das Buch gab es noch gar nicht, als ich, aber die Vereinigten Staaten von Europa und das Kapitalismus-Komplott, das gab es schon und die beiden hatte ich da schon gelesen. Ja. Sicher ohne Staat ist bei mir so das zweite Buch, was ich im Anschluss an Demokratie der Götterkenner ist gerne empfehle. Also das war auch so mein Weg. Bei Demokratie der Götterkenner ist habe ich verstanden, warum Herrschaft im Grunde genommen schlecht, unnötig ist und so weiter, aber bei Sicher ohne Staat ist es das Buch, was mir gezeigt hat, wie es privat funktioniert. Oliver Janich rechnet da ja alles Mögliche durch, gerade Sicherheitskonzepte. Fand ich auch extrem ansprechend. Ja. Man kommt ja nicht von alleine auf die Idee, die Polizei zu privatisieren. Denkt man sich erstmal, wie soll das gehen? Aber ist gut ausgeformuliert, ja. Eigentlich ist ein Trauerspiel, dass man nicht drauf kommt. Ne? Wir haben so unglaublich viele Modelle dafür. Wie oft schauen wir Hollywood-Filme, wo es dann der Ex-Kopf, der Privatdetektiv Chef zum Beispiel, ich fand den Samuel Jackson Chef-Film immer geil, Philip Marlowe, Sherlock Holmes, das waren immer so die Besten, die Polizei vorgeführt haben. Eigentlich hätte man auf die Idee kommen können, man sollte es privatisieren. Also so fern war der Gedanke nicht, aber man hat einen Anstoß gebraucht.
Ich empfehle tatsächlich Sicher ohne Start, weil ich nie weiß, wo geistig der Abholpunkt ist. Auch um dem Vorwurf entgegenzutreten, dass Libertarismus oder Anarchie nur was für Reiche und Hochgebildete oder hochgradig Intellektuelle wäre. Ich finde Mises in seiner Schreibe schwieriger als Janich für jemanden, der sich noch gar nicht damit befasst hat. Aber bei uns, also zu unserer Zeit, gab es halt Janichs Buch noch nicht. Wir hatten ja gar keine Wahl, oder zumindest war es bei mir so. Und über welchen Zeitraum reden wir eigentlich gerade? Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wann Sicher ohne Start rausgekommen ist. Deswegen kann ich da gar nicht den Finger drauf legen. Das weiß ich auch gar nicht so genau. Wann du eingestiegen bist in dieses ganze Gedanken. Also ab wann ich mich tatsächlich als Anarchist bezeichnet habe oder ab wann ich gesagt habe, mir geht das alles auf den Sack, ich habe nur keine Lösung. Ne, das mit der Lohnabrechnung versteht man sofort. Ja, da sieht man, was an Steuern und Sozialabgaben runtergehen. Das war 2008. Aha, 2008 hatte ich geistig abgeschlossen mit dem Staat. Und eigentlich ganz witzig, ich konnte es halt noch nicht formulieren, war dann ja noch 12 Jahre Soldat, also habe tatsächlich noch für den Staat gearbeitet, etwas, das ich im Nachhinein aber nicht bereue, können wir auch noch drüber sprechen, wenn du willst, aber ich hatte da auf jeden Fall mit meinem Part als Steuerzahler hatte ich abgeschlossen und ja, dann während der Bundeswehr hier mal so einen kleinen Gedankenanstoß, da mal so einen kleinen Gedankenanstoß, du weißt ja nicht, wonach du suchst, das ist eigentlich spannend. Diese Reise zu einem Modell, das dir gänzlich unbekannt ist, weil niemand spricht in der Schule drüber, niemand spricht im Fernsehen drüber. Die Konservativen jammern sind immer, dass Staatsangestellte. Ja. Die Konservativen jammern immer so viel, dass sie so wenig im Fernsehen vorkommen. Wo ist denn der Anarchist im Fernsehen? Wo ist er? Ich kenne keinen einzigen Auftritt eines Anarchisten, der sagt, ich bin Anarchist, wir brauchen den Staat nicht, weil das kann der Markt besser. Wir müssen es selber finden. Die werden halt immer noch drauf gestoßen, werden auch weniger als zum linken Spektrum hin. Und deshalb, ja, eine spannende Reise mit einer verschwommenen Linie. Weiß auch nicht, ob ich sofort 100% damit d'accord gegangen bin, als ich es gelesen habe. Aber ich weiß, dass ich sofort begeistert und unglaublich neugierig war, als ich davon gehört habe, ein staatenloses Modell, ein herrschaftsloses Modell. Da war ich sofort begeistert. Aber es kommen die üblichen Fragen. Ich weiß nicht, ob ich jemals mir die Frage gestellt habe, wer baut dann die Straßen, aber auf jeden Fall so äußere Sicherheit, da habe ich bis zuletzt dran geknabbert, dass ich dafür eine Lösung gefunden habe, wo ich sage, wenn ich die auf die Frage gebe, wer macht dann äußere Sicherheit, dass ich sagen kann, das ist eine für mich befriedigende Antwort. Das war so das Letzte, was ich geklärt habe. Alles andere habe ich mir selbst zusammengereimt. Und das ist übrigens etwas, das mir an der Anarchie so viel Spaß macht, diese Spieltheorien, mit denen wir arbeiten. Und das ist ein richtig, richtig schönes Modell, finde ich. Schöner wäre es, wenn es real wäre, aber die Spieltheorien und sich Lösungsansätze, marktwirtschaftliche Lösungsansätze zu überlegen, macht mir Spaß. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich finde das geil. Wir diskutieren andauernd auf Discord und so weiter darüber, eben in allen möglichen Richtungen, ja. Ich muss gerade bei äußerer Sicherheit daran denken, ich würde sagen, vor der Erfindung der Atombombe war Manpower halt so entscheidend, da wäre wahrscheinlich kaum jemand jemals auf die Idee gekommen, ökonomisch, so wie Mises, klar, aber auf die Idee zu kommen, zu sagen, wir müssten uns nicht zusammenfinden und uns Schutzbündnisse raussuchen, hätte ich da vielleicht tatsächlich für schwierig gehalten. Mein konkreter Ansatzpunkt zu innerer Sicherheit ist am Anfang wahrscheinlich auch eher dieser typische Punkt gewesen, ja, wenn es unterschiedliche Sicherheitsbehörden gibt, dann kloppen die sich ja gegenseitig, bis nur noch einer übrig ist. Und dieses Argument kommt von Etatisten fast immer, ne? Und als ich erstmal verstanden habe, wie teuer sowas ist, dass das passiert eine Woche lang und danach ist das vorbei. Das sieht man vielleicht bei irgendwelchen mexikanischen Drogenkartellen, aber die sind ja schon fast wieder mit dem Staat verbandelt. Sonst würde das ja überhaupt nicht funktionieren, dass sich da Sicherheitsbehörden gegenseitig miteinander totprügeln. Vollkommen unvorstellbar, wenn man das einfach verstanden hat. Ganz genau. Und aus soldatischer Sicht, der schon mal ein bisschen was gesehen hat, kann ich dir auch sagen, wenn das mal wirklich so weit ist, dass du die Situation hast, jetzt gleich könnte es vorbei sein, dann ist das Licht aus, dann gehst du da morgen nicht wieder hin. Nicht, wenn du es vermeiden kannst. Das ist einfach so. Das machst du nicht. Das ist anders vorbereitet, ne? Nee, auch nicht. Also du willst da nicht hin. Das ist nichts Geiles, weil du hinterfragst halt viele Sachen und zumindest ging es mir so und ich weiß es von vielen anderen auch. Du
du hast da keinen Bock drauf. Bevor man das mal gesehen hat, denkt man ja auch, ich bin Bruce Willis, ich bin Schwarzenegger und das mache ich so. Aber so läuft das nicht, Alter. So läuft das nicht. Du scheißt dir in die Hose. Das ist Fakt. Und niemand will sich jeden Tag in die Hose scheißen. Und wie hoch muss das Gehalt sein, damit du bereit bist, das zu tun? Und da sind wir wieder beim Kostenfaktor, den du eben genannt hast. Also das hat einerseits eine Selbsterhaltungskomponente und andererseits natürlich auch die finanzielle Komponente. Ja, ach, das mit dem Kostenfaktor ist auch so eine wunderschöne Sache, ne? Dass wenn du Konservativen zuhörst, wenn du AfDlern zuhörst, die Wehrpflicht wieder einführen, gerade besonders die ganzen Besserwisser auf Twitter, ne? Ja, wir müssen unser Land verteidigen. Und das hast du so wunderschön formuliert. Soldaten gehen für Geld in den Krieg und für nichts anderes. Also, ja, ich will doch keine freiwilligen Armee, wo die Leute nur aus Söldnern bestehen. Doch, das, nichts anderes passiert in der Realität jetzt auch. Du kannst mir so viel über Stolz erzählen, wie du willst. Das ist lachhaft. Aber selbst das ist ja noch besser als eine unfreiwilligen Armee, wo die Leute mit Zwang in den Krieg gehen. Also ich meine, ich hab's immer gesagt. Die haben mich ja gefragt, ob ich, kann ich ein bisschen aus dem Lied, die haben mich ja gefragt, ob ich Wehrdienst machen will. Also wenn du aus der Bundeswehr rausgehst, Reservedienst heißt es, ob ich Reserve machen will. Ich habe das abgelehnt. Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, weil Reserveübungen ganz gut bezahlt werden, aber stand ja fest, ich gehe weg. Dann dachte ich, okay, dann fährst nach Deutschland, machst 2 Wochen Reservedienst, dann noch 2 Wochen Urlaub, das würde schon passen. Aber dadurch, dass auch das Russland-Ding kam, dachte ich mir, okay, einen Reservisten kannst du einberufen, hast eigentlich keinen Bock drauf. Und die haben mich dann gefragt und habe ich gesagt, wenn ihr mich einzieht, dann nehme ich die Waffe und drehe mich um. Weil das ist der Tag kommt bei mir nicht mehr, wo ich auf den befohlenen Feind schieße. Wenn du mich in den Krieg zwingst, schieße ich auf dich. 100%. Ist versprochen. Ich lass mich nicht mehr zu sowas zwingen. Wie war die Reaktion? Gemäßigt, also sind ja in der Regel keine Verteidigungsminister oder hochrangigen Generäle, die darauf reagieren. Es war irgendwie ein Stabsunteroffizier, der hat kurz geschmunzelt, hat es auch verstanden, hat es eher als Witz wahrgenommen, aber ich meine das schon ernst. Ja, hier in Bezug auf Krieg mit Russland war meine Reaktion auch so. Wenn ihr mich unter dieser Regierung mit einer Annalena Baerbock als Außenministerin in einen Krieg gegen Russland schickt. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich auf einen einzigen Russen schieße. Entweder desertiere ich sofort oder ich verkaufe den Russen deutsche Kriegsgeheimnisse. es ist an Absurdität nicht mehr vorstellbar. Aber für welche Regierung würdest du dich in den Krieg bringen lassen? Also mittlerweile bin ich da, wo ich sage, für keine. Also was ich immer noch so ein bisschen nachvollziehen kann, ist ein faktischer V-Fall. Ein faktischer V-Fall. Ja, sowas, ja. Das kann ich noch verstehen. Aber irgendwie gen Osten marschieren nach dem Motto, wir verteidigen deutsche Grenzen am Hindukusch, das würde nicht mehr stattfinden. Auch da bin ich klüger und erwachsener geworden. Und wie kam dann, jetzt möchte ich ja eigentlich über deinen YouTube-Kanal reden, wie kamst du dann, du hast dir mit Sicherheit irgendwie gedacht, ja, jetzt muss ich auch noch selber aktiv werden, meine Ideen sind da, sie sind nicht so stark ausformuliert, weil jeder macht ja sein eigenes Ding, ob man jetzt Bücher schreibt oder ob man YouTube macht oder irgendwie hat man ja das Bedürfnis, ein bisschen zu missionieren, nehme ich mal an, ne? Das wird ja bei dir auch wahrscheinlich so gewesen sein. Ja, ist auch wieder eine längere Geschichte, kannst dich wieder zurücklehnen und die Stimme ein bisschen schonen. Angefangen habe ich Anfang der Corona-Phase, ich war noch Soldat, sehr angenehm, volles Gehalt. Mein Job bestand darin, einen Daumen-Emoji morgens um 7 in eine WhatsApp-Gruppe zu schicken. Das war mein Tagesauftrag, war halt im Homeoffice. Und als ich dann meinen Garten in einem Zustand hatte von atemberaubender Schönheit, weil ich so viel Zeit hatte, mein Auto geputzt war, die Garage aufgeräumt war und am Haus eigentlich alles repariert war, was zu reparieren ist, habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Und dann habe ich angefangen, einen Podcast zu machen. Ich habe tatsächlich mit Podcast angefangen. Warum? Ich habe damals schon alternative Medien konsumiert. Aber die sind mir langweilig geworden. Ich langweile mich sehr schnell an Themen ab. Und da hatten die jetzt schon 3-4 Monate nur das Thema Corona rauf und runter geritten. Mainstream wie alternativ. Hat mich abgefuckt. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, Marktreaktion. Du machst jetzt das Gegenmodell. Du sprichst über alles, nur nicht über Corona. Die sollen dich damit in Ruhe lassen. Und der Podcast lief auch ganz gut an. Hieß damals der Cowboy-Podcast.
Und das habe ich dann gemacht. Dann irgendwann wurde es ein bisschen lustloser. Und achso, während der Podcast-Phase, das ist noch ziemlich wichtig, habe ich Oliver Flash kennengelernt. Ich habe mal ein Buch über Testosteron, das über seinen Verlag rauskam, habe ich mal beworben bei mir auf dem Podcast. Also Mitautoren und Oliver waren mit drinne. Da hatten wir schon 2-3 Mal grob Kontakt, aber wir waren weder Freunde noch hatten wir Nummern ausgetauscht oder so. Das ist dann immer zufällig entstanden. Und naja, dann haben wir da ein bisschen über das Buch gequatscht. Und irgendwann hatte ich darauf keine Lust mehr. Parallel dazu habe ich aber schon angefangen, bei Oliver Flash auf dem YouTube-Kanal so popkulturelle Sachen zu machen. Das Ganze nannte sich dann Fight Club oder Labernet hatten wir auf Getter gemacht. Da sind wir von Getter tatsächlich auch für, sind wir monetär für belohnt worden. Wir haben das Morgenmagazin gemacht, aber da war ich immer Sidekick von Oliver Flash, was auch okay ist. Das ist einer meiner besten Freunde. Und naja, dann irgendwann hat der Cowboy-Podcast aufgehört und ich habe mit Julian Marius Pütz habe ich Chronisten des Irrsinns gemacht. Das war so ein bisschen wie Jung, Brutal, Marktradikal, also am Sonntag aufgenommen, ein Rückblick auf die gesamte Woche. Nur er war halt ein Konservativer und ich war ein Anarchist. Und im Gegensatz zu dem, was ich mit Oliver Flash gemacht habe, habe ich nicht immer nur gesagt, okay, ich bin ja Anarchist, aber aus politischer Perspektive ist das, was die AfD macht, das Sinnvollste, sondern da habe ich dann schon viel mehr den Harlekin raushängen lassen und habe dann offen gegen den Konservatismus gewettert und er hat den Konservatismus vertreten, was irgendwie den Reiz der Show ausgemacht hat. Aha. Das habe ich allerdings in den Rand gesetzt. Ich bin da in eine, ja, ich bin hierher geraten, also ich bin in der Phase nach Bulgarien ausgewandert. Ich habe hier alles organisiert, Privatschule und hatte so einen Überschuss an Freiheit und habe angefangen, Termine zu verpennen, etwas, das mir eigentlich gar nicht innewohnt, woraufhin das Ganze gescheitert ist. Da war auch lange sauer auf mich, wir haben uns dann aber wieder vertragen und dann saß ich da und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich einen Harry Potter Podcast. Ja, ich weiß, okay. Das ist eine skurrile Wendung. Also habe ich angefangen, den Harry Potter Podcast Sonoros aufzunehmen. Da habe ich auch einen für gefunden, so ein, was war der, Alter? Deutsch-Taiwanese. Mit dem habe ich die erste Folge gemacht, war auch gut. Dann hat er einen Zwischenfall in der Familie und wollte erstmal pausieren und hat sich dann gar nicht mehr gemeldet. Und so bin ich auf Kevin gestoßen. Und mit Kevin habe ich dann, weil ganz zufällig, ich habe auf Twitter gefragt, ey, wer hat Bock auf den Harry Potter Podcast? Und er schrieb dann, ich bin dabei. Und dann haben wir uns getroffen, haben Folge, also Kapitel 2 aufgenommen, haben wir danach gequatscht und da stellte sich raus, Alter, der ist auch Anarchist und sogar noch ein bisschen geisteskranker als ich, weil der lebt tatsächlich auf einem Segelboot, verdient all sein Geld nur über Bitcoin, arbeitet so 4 Stunden Telefonservice am Tag. Der lebt halt einfach auf dem Boot, der ist staatenlos, der Mann. Und Aha. Der hat mich so fasziniert. Achso, zu der Zeit hatte ich dann noch ein Angebot von einem konservativen Radiosender. Und da habe ich ihn dann mit reingeholt und ab und zu so Interviews mit ihm gemacht, weil das halt eine spannende Geschichte ist. Oliver hat ihn auch für diesen Radiosender interviewt. Naja, dann kamen die Super Freedom Bros, wir haben angefangen, Videos zu machen. Und da ist er dann irgendwann ausgestiegen. Er wollte seinen YouTube-Segelkanal weitermachen. Und es war auch manchmal schwierig mit der Internetverbindung. Er hat zwar Starlink, aber das ist auch nicht mal sicher. Und dann ist er hier mal abgeschmiert. Die Qualität war da ganz furchtbar. Aber wir sind immer noch Kumpels, schreiben regelmäßig. Und dann seitdem mache ich das alleine und lade mir häufiger Gäste ein. Also als Miro bei mir war Kevin ja auch noch fester Bestandteil des Teams. So kurz vor Weihnachten hat sich das aufgelöst. Und jetzt, wo ich das alleine mache, nicht, dass es an Kevin gelegen hat, aber ich kann halt wieder mehr den Harlekin rauslassen. Nicht, was den Anarchismus angeht, weil Kevin auch Anarchist ist, aber ich kann meinen Wahnsinn besser rauslassen. Der kommt jetzt hier vielleicht nicht so rüber, aber ich kann halt all diesen verrückten Scheiß machen, den ich geil finde. Und das kommt anscheinend ganz gut an. Also jetzt habe ich nette Wachstumsraten, ganz gute Klicks für meine Abo-Verhältnisse und wunderbare Gäste, wie zum Beispiel dich und Mr. Unbasiert. Wenn man der Zuschauer, der dich jetzt noch überhaupt nicht kennt, der wird wahrscheinlich auf deinen YouTube-Kanal gehen und der wird unter Live wird der zigtausend Streams sehen, die alle 2,5 Stunden bis 2 Stunden sind. Deswegen maximal
versuchen, in Kürze zusammenzufassen, wie eine normale Folge, weil du streamst von Montag bis Freitag, jeden Tag um 20.30 Uhr. Wie gehst du vor? Was nimmst du dir als Thema raus? Und dann, du gehst, also jetzt letztens zum Beispiel habe ich gesehen, war ein Gespräch zwischen Maximilian Krau und Björn Höcke. Und da bist du dann intensiv drauf eingegangen, aber muss jetzt gestehen auch, ich habe das dann nicht komplett gesehen, weil mir fehlte auch irgendwann die Zeit für. Wie gehst du vor? Was erwartet einen Zuschauer auf deinem Kanal? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich mache ich heute Abend wieder eine Sendung. Ich weiß noch nicht, was mich heute Abend erwartet. Ja. Das ist das Harlequin-Ding. Weil ich manchmal bin ich am besten spontan. Also das Ding mit Höcke und Kraje zum Beispiel. Da war ich ein bisschen niedergeschlagen, einer meiner liebsten Country-Sänger war gerade gestorben, deshalb das Thumbnail hat auch überhaupt nichts, das ist wieder das Chaos in meinem Kopf. Also beim Thumbnail geht es um Tobi Kite, wenn du es anklickst, geht es um Höcke und Kra. Vollkommener Wahnsinn, schreckt jetzt vielleicht vom Kanal ab, aber das ist so funktioniert das in meinem Kopf einfach. Und ja, wie suche ich meine Themen aus? Manchmal kriege ich Vorschläge von Zuschauern, da bin ich sehr dankbar. Ich habe Phasen, da bin ich unglaublich kreativ. Oh ja, weißt du was? Das möchte ich übrigens auch gerne. Jeder, der hier einen bestimmten Gast im Ferngespräch hätte, ihr dürft mir liebend gerne Vorschläge machen. Ne? Ich suche die nämlich immer auch sehr mühsam raus. Das ist nicht immer ganz einfach. Ja, muss die Leute belästigen. Ne? Ich sage, hier, gib mir ein Thema, sonst streame ich nicht. Oder wie sowas. Also, Noch mangelt es mir nicht. Ich habe schon mehr als genügend Ideen und ich will auch immer auf was raus. Aber es ist schwierig. Ich hätte zum Beispiel, jetzt war der Dexit-Thema, weil Alice Weidel das wieder eigentlich hat sie noch nicht mal vom Austritt aus der EU gesprochen, aber aus diesen libertären Kreisen aus der österreichischen Schule ist der mir bekannteste, der was über den Dexit geschrieben hat, Bruno Bandole. Der schreibt auch regelmäßig für die Eigentümlich frei und Bruno Bandole hat keine Webcam. Deswegen kann ich mit ihm kein Interview führen. Das finde ich traurig. Aber gut, muss mir dann irgendwie was suchen. Wäre der es nicht wert, dass es quasi ein Bild einblendet ist, aber können wir später drüber reden. Aber ja, solche Probleme sind dann auch immer. Dann, ich habe auch gerne Gäste da, weil mir die Arbeit erleichtert. Weil genau wie du kann ich die dann einfach quatschen lassen jetzt. Dann sitze ich da, höre ein bisschen zu und hake ab und zu mal nach. Das ist sehr angenehm und gerade wenn die Gäste was im Kopf haben, macht das auch unglaublich Spaß und du hast auch selber noch einen Input. Die Runde, die Four-of-the-Kind-Runde von Montag, die fand ich großartig. Und ja, hat Spaß gemacht. Ja, das müssen wir unbedingt öfter machen. Das ist übrigens auch so ein Ding, was ich auf meinem Kanal versuche. Ich versuche so viele Libertäre wie möglich, also jetzt nicht um mich zu horten, sondern einfach so einen Platz zu geben, wo wir dann miteinander quatschen, alles so gut wie möglich zu vernetzen. Also man weiß immer nicht, wie das in meinem Kopf aussieht, aber sowohl diese Pokernacht, die ich jetzt mit Unbasiert planen möchte, als auch Four of the Kind, das sind zwei Modelle, von denen ich mir wünschen würde, dass sie als Four of the Kind stehen bleiben, nur dass beim nächsten Mal bei dir auf dem Kanal stattfindet. Und dann bei Michael Werner, so dass einfach das Branding Four of the Kind zwischen Anarcho-Kanälen hin und her springt. Ich will das nicht als Branding für mich, sondern ich will das als Markenlabel für etwas innerhalb der anarchistischen Bewegung, was jeder ausrichten kann und das immer wieder erkannt wird. So würde ich das gerne machen und ähnlich will ich das mit der Pokerrunde machen. Das erste Mal wird wahrscheinlich bei Unbasiert stattfinden, weil der basiert ist, was technische Dinge angeht, viel mehr als ich. Aber dann das Mal darauf, ja, warum nicht bei die freie Frau pokern? Damit all diese Kanäle Aufmerksamkeit bekommen. So in etwa stelle ich mir diese Dinge vor. Was mache ich auf meinem Kanal? Ich versuche Reactions zu vermeiden, weil Reactions mich langweilen. Ich schaue sie nicht gerne. Und ich mache sie in den seltensten Fällen gerne. Meine liebste Reaction war, hast du bestimmt gesehen, Libertäre von die da oben. Die Show habe ich gesehen, ja. Das war aber irre. Die ist ja genauso radikalisiert worden wie du. Sie hat ihre erste Abrechnung bekommen. Da standen die Steuern drauf und dann beschwert sie sich lange über Steuern. Dann erzählt sie, was Libertäre so predigen und dass sie keine Steuern zahlen wollen. Und am Ende kommt sie zum Ergebnis, ja, ich will doch Steuern zahlen. aus nichts raus. Total beknackt. Aber abgesehen davon, dass sie von Steuern lebt.
Zwei Drittel davon, also wenn du so das letzte Drittel wegschneidest, ist es ziemlich base, also das Baseste, ja, was ich je von Funk gesehen habe. Ja, also das war meine liebste Reaction. Da haben wir viel Spaß mit gehabt. Ansonsten versuche ich mal eine ökonomische Gesetzmäßigkeit zu machen. Es gibt ein wunderbares Video, wo ich versucht habe, Konsumverhalten, also wie kaufe ich ein, mein Geld, sein Geld, für mich, für ihn, für unbekannt. Also das berühmte, jetzt habe ich vergessen, wie die ökonomische Gesetzmäßigkeit heißt, aber das habe ich dann einfach frei skizziert. Ich habe so ein Zeichenboard fürs Studium. Und ja, solche Sachen mache ich, oder manchmal quatsche ich einfach nur mit dem Chat und beantworte zum Beispiel Fragen aus meiner Sicht, was die Anarchie angeht. Ich diskutiere, ich habe mit einem Linken diskutiert, ich habe mit dem Agitator der sozialen Marktwirtschaft diskutiert. Ich habe mit einem Konservativen, ich trete nicht nach, also deshalb möchte ich da weder positiv noch Negatives zu sagen. Er war im Prinzip, also es war ein hartes Gespräch, es war schon, im Allgemeinen ist das schon nett, das Problem ist, man redet komplett aneinander vorbei. Ja, das war bei mir auch so und deshalb, also ich hab dann meinen Punkt gemacht und das ist halt die Sache. Du machst deinen Punkt und er macht seinen Punkt. Die stehen nicht gerade miteinander, lassen sich aber theoretisch beide in ein Modell einfügen. Dann kannst du jetzt Argumente austauschen oder wechselst das Thema, damit es einigermaßen spannend für den Zuhörer ist. Aber, und da gehen auch Shoutouts raus an den Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Er ist der klügste MMTler, mit dem ich je diskutiert habe. Er weiß seinen Standpunkt solide zu vertreten und ist ein unglaublich netter Typ einfach. Zumindest war er zu mir sehr nett und wir hatten ein sehr höfliches Gespräch. Ich habe jetzt keine schlechten Eigenschaften davon weggenommen. Dann hatte ich, Kevin damals noch, hatte eine Diskussion mit einem Konservativen, Bipun heißt der ist auch auf X, kann man auch gerne folgen, sehr lustig. Den haben wir sogar libertär bekommen. Der hat am Ende gesagt, okay, ich kaufe euer Modell, aber es soll sowas wie die BRD GmbH geben, wo ich dann buchen kann. Dann haben wir gesagt, cool. Mit dem habe ich dann nochmal über die satanische Bibel gesprochen. Das hat sich dann niemand gewünscht. Er hatte die Bibel als PDF da, dann habe ich ihn reingeholt. Wir haben das diskutiert. Unglaublich freiheitliches Buch. Und so kommen Themen zustande. Also manchmal fliegen sie zu, manchmal muss ich sie ausgraben. Die satanische Bibel ist mir gar kein Begriff. Worum geht es da? Okay. Man mag jetzt glauben um Katzenopfer auf dem Friedhof, aber das ist gar nicht der Fall. Das ist ein unglaublich freiheitliches Buch. Also da geht es im Großen und Ganzen um Sorg für dich, schau zu niemandem auf, also die Ablehnung von Herrschaft, steht da alles mit drin. Richtig geil. Wir sprechen nicht über das Necronomicon. Nee, das Necronomicon gibt's nicht. Das ist eine Erfindung von H.P. Lovecraft. Das ist, ja. Ja, genau. Nee, die satanische Bibel, ich müsste gleich mal gucken, ich schicke sie dir nachher zu, kannst sie lesen, dann unterhalten wir uns aber mal drüber, ansonsten, wer sie nicht lesen will, es gibt ein Video bei mir, satanische Bibel heißt es. Der Stapel von Büchern, ja, das ist eine PDF, wächst immer, ne? Ich habe es auch nicht ganz gelesen, ich habe mir das Inhaltsverzeichnis angeguckt, wo es dann irgendwie um Rituale oder sowas geht, das lese ich mir nicht durch, ich bin kein spiritueller Mensch, aber es gibt so Überschriften, die fixen dich an und dann sagst du, okay, das Kapitel ist auch nicht viel, was hat das, 130 Seiten oder so, ist wirklich überschaubar. Aha, ja. Okay. Ja, solche Sachen, also manchmal fliegt es zu, manchmal muss man es ausgraben, aber ist ein wildes Portfolio an Themen und ich würde es gerne noch erweitern, weil ich weiß nicht, wie lange ich die Kadenz 5 Tage die Woche Politik noch durchhalten kann. Ja, das ist auch eine Hausnummer, ja, ich finde es jetzt schon bewundernswert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut, wenn du die Zeit hast, na, dann geht's, aber dein Gedanke, Libertäre miteinander zu vernetzen und einfach permanent Aufmerksamkeit zu ziehen, ich meine, manche Leute gucken mir nicht zu, weil sie mich vielleicht unsympathisch finden und dann gucken sie lieber dir zu, so in diesem Sinne finde ich das, wir brauchen kein Fernsehen mehr. Wir haben unsere Unterhaltung. Soll doch jeder seinen YouTube-Kanal machen, worauf er gerade Bock hat. Es gibt immer genügend Zuschauer, die haben immer noch nicht alles gesehen und die wollen sich auch austauschen. Da kannst du auch noch mit den Leuten, denen du zuschaust, interagieren. Das ist was für eine Zeit, in der wir leben, wa? Herrlich. Irgendwelche... Den einen Punkt wollte ich noch gerne ansprechen. Tatsächlich, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, also dich kannte ich auf X, ich wusste aber gar nicht, dass du auch Videos machst.
ich bin unglaublich suchfaul und ich gucke relativ selten. Ja, und ich kannte dich ja auch nicht, ne? Musste mich ja erst Sascha drauf aufmerksam machen. Mich gibt es ja auch erst 5-6 Monate in der Form. Deshalb ist das nicht ganz so eine große Schande, wie dass ich dich nicht kannte. Und vor allen Dingen, dass ich jung, brutal, marktradikal nicht kannte. Als jemand, der nun schon wirklich einige Jahre als Anarchist rumrennt. Aber mein Gedanke auch so hinter diesem Format ist, ich fluche viel, ich trinke, ich pöbel, ich benehme mich einfach wie der letzte Mensch. Also ich lass den Harlekin raus und versuche das alles auf eine möglichst entertainige Art zu machen. Denn so die ersten YouTube-Sachen, und wie gesagt, ich kannte euch nicht, ihr seid ja, ich habe euch ja schon mehrfach gelobt, ich kann jetzt auch mit der Arschkriecherei aufhören, aber so unbasiert flucht ja auch. Aber alles, was ich bis dahin kannte, waren Intellektuelle oder Pseudo-Intellektuelle, die versucht haben, über Anarchismus zu sprechen. Das war dann recht trockene Theorie. Und da dachte ich, ja, da muss ein bisschen mehr Rockstar rein. Dann habe ich aber erst später festgestellt, es gibt schon so Rockstar-Verhalten. Aber jetzt höre ich auch nicht mehr auf, weil das schon geht. Ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen verrückt, was zum Beispiel Ökonomie angeht und ziehe mir jedes Video und jeden Vortrag vom Mises-Institut rein, aber das ist ja halt nun mal nicht jedermanns Sache. Ja, ich würde sogar sagen, tendenziell bist du wahrscheinlich, gerade bei dem jüngeren Publikum, bist aber damit wahrscheinlich beliebter, ne? Das habe ich mit Michael Werner mal besprochen. Ich sag mal, die hochintellektuelle Blase brauche ich auf YouTube nicht bespielen. Wenn sie was über den Anarchismus, über das Marktradikale, NCAP, Libertarismus, nennen wir es, wie wir wollen, wenn sie da was erfahren wollen, dann werden sie sich ein Buch kaufen und das Buch lesen. Sie werden nicht auf einen YouTube-Kanal klicken, der mit Super Mario Ladders beschrieben ist. Das werden sie nicht machen. Wenn aber, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt für mich, wir sind aktuell in einer Zeit, ich weiß nicht, hast du den Film gesehen, Hitler, Aufstieg des Bösen? Ja, ja. Er lief häufig auf RTL 2 früher. Ja, das ist klingt jetzt wieder nach einem gefährlichen Bogen, aber so die Stimmung, die ich in dem Film aufgenommen habe, ist ein unglaublich politisiertes Deutschland. Und ich mag mir gut vorstellen, dass es sich vielleicht sogar nach dem Zweiten Weltkrieg ähnlich verhalten hat, habe ich aber weder Aufzeichnung noch sonst was drüber gesehen. Aber jetzt sind wir gerade wieder in so einer Phase. Und die Menschen merken, das klingt ausgelutscht, nicht. Aber ich meine das auch, ja. Ja, also Deutschland war ja lange politikfaul. Also die 80er waren politisiert, aber da ging es um den Kalten Krieg. Also Deutschland war sekundär, in Deutschland konnte passieren, was wollte. Solange Ivan und Reagan nicht auf den Knopf drücken, war alles gut. In den 90ern hat niemand über Politik gesprochen. In den Nullerjahren hat niemand über Politik gesprochen. Und dann so Euro-Rettung. Da wurde es warm. 2015 illegale Migrationskrise, wurde es heiß, und jetzt sind wir in einer Phase, wo viele Leute suchen und ich würde gerne gefunden werden. Was heißt, ich möchte, dass der Anarchismus gefunden wird. Und das ist der Plan, der damit hintersteckt. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir das intellektuelle Angebot haben, das asoziale Angebot von mir, die sehr gut aufgearbeiteten Sachen von dir. Ich muss immer wieder lächeln, wenn ich an das Video mit den zwei Feuerzeugen und dem Blatt Papier denke. Großartig. Ich find's wirklich großartig. Und ja, dafür haben wir verschiedene Portfolio. Ja? Die Jung, Brutal, Marktradikal mit ihrem Wochenrückblick, was auch sehr, sehr gut ist. Ja, Nachrichten aufarbeiten und nebenbei das Anarchistische mit reinstreuen. Das ist ja auch das, was Charles Krüger früher immer gemacht hat. Aktuelle Tagessache, so ist es, dass wir die AfD machen, so wäre es in einer Privatrechtsordnung. Eigentlich auch ein cooles Konzept, haben wir noch keinen neuen für, aber das ist noch frei, kann also jeder sich dran bedienen eigentlich. Ja, die AfD würde ich gerne noch ganz kurz zum Thema machen, dann müssen wir jetzt nicht unbedingt 10 Minuten drüber quatschen, aber du bist grundsätzlich eher AfD-feindlich gesinnt, aber zum Beispiel mit Oliver Flesch dann im Gespräch und der ist ja eher sehr positiv gegenüber die AfD gestimmt. Ich sag's persönlich immer so, ich brauche nicht die AfD am laufenden Band zu bashen, weil die AfD das aus dem Mainstream bereits mehr als genug bekommt, aber sie sitzt jetzt im Augenblick in der Opposition. Ich halte sie nicht für Hitler 2.0, aber ich halte sie auch nicht für die Lösung. Warum gerade Maximilian Krah hast ja gefressen. Krah und Höcke sind meine Favoriten. Ja. Wie kommt es? Irgendwann mal, du wolltest ja, dass ich länger erzähle, also fange ich wieder an. Mit Oliver Flesch
Ah, nee, das will ich. Nee, das lasse ich weg. Ich will jetzt nichts über Olli erzählen, von dem ich nicht weiß, ob er es selber erzählen will. Also, ich war noch nie ein großer Höcke-Fan, weil er mir zu sozialistisch war. Er war aber so dieser eine kaputte Typ in einer sonst ökonomisch recht vernünftigen Partei. Dann gab es doch diesen Kalbitz, den hat man abgestoßen wie ein schlecht transplantiertes Organ. Da dachte ich, die Partei hat es im Griff. Nazi-Vorwürfe hin oder her. Die Nazis waren garantiert keine Ökonomen von Welt, sondern das waren Sozialisten. AfD, wenn du willst, dann das. Das ist das ökonomisch Beste, was wir haben. Und spätestens so bei der letzten Wahl zum Europaabgeordneten-Vorsitzenden, keine Ahnung, wie das heißt, wo Maximilian Krah gewonnen hat mit 65% der Stimmen, ist mir aufgefallen, da passiert was in der Partei. Da passiert was. Das ist ein Kommi, Alter. Ein Kommi, der über das Kollektiv spricht, das quasi keine Verbindung zum Individuum hat, der über Umverteilung schwadroniert, jetzt kommen wir wieder zum guten alten Witz, das Kommunistische Manifest plus Abschiebung propagiert. Und das ist nicht die AfD, mit der sie angetreten sind. Und viele Leute, mit denen ich gearbeitet habe, zu Zeiten des wo ich mit den Konservativen noch zusammengearbeitet habe, oder mache ich ja immer noch, bin ja immer noch gut Freund mit einigen, aber viele lehnen mich jetzt ab, weil ich das ablehne. Aber die waren früher auch freiheitlich und haben früher auch Höcke abgelehnt. Und heute blicken sie drüber weg und sagen, Hauptsache Abschiebung, Hauptsache Abschiebung. Dass das Ökonomische auf der Strecke bleibt. Und ich sage, wenn ihr keine Parteihygiene macht, dann fange ich damit an. Und als man dann gesagt hat, so aber nicht, Sascha, wenn du das so machst, machen wir das nicht mehr und das nicht mehr. Ja, dann kommt wieder der Harlekin durch und dann sage ich, fickt euch Leute jetzt doppelt und dreifach. Und deshalb prügele ich jetzt wahrscheinlich auch die AfD in einem höheren Maße ein, als es sein müsste. Aber Shoutouts gehen raus an Weidel und Peter Böhringer. Ja, ich verstehe auch dieses Prinzip, was Leute dann in ihrem Kopf haben. Ja, wie du sagst schon, Hauptsache Abschiebungen, aber es ist vollkommen egal. Die wollen dann halt, sie sehen die AfD als die einzige Lösung für alles. Es ist mir scheißegal, ob das Höcke oder sonst irgendjemand ist. Ich finde Höcke weder sympathisch noch charismatisch und abgesehen davon halt einen ökonomischen Analphabeten. Aber das größte Problem, was ich eigentlich habe, ist, dass die Kritik aus dem Mainstream heraus an ihn so vollkommen jenseits von allem ist. So, er ist der Faschist schlecht. Bullshit, er ist ein 0815 Sozialist und mehr nicht. Und ich brauche mich über Höcke gar nicht großartig aufregen. Ne, eine Frage habe ich aber noch an dich, was dieses wunderbare Meme gemacht hat. Wenn wir erstmal alle Ausländer abgeschoben haben, wird der Sozialismus schon funktionieren? War das deins? Nee. Ah, dann war das wahrscheinlich hier die Meme-Schmiede oder so. Also das war ein wunderbares Meme, weil das bei mir so perfekt in die Timeline gepasst hat. ja, schade, ich dachte, es wäre von dir gewesen. Ist auch schon ein paar Monate her. Entschuldigung, dass mein Stuhl. Ich habe das Meme gemacht mit Chat und Screeching Wojak. Höcke ist Nationalsozialist. Na und du auch. Ja, schön. Das Schöne ist ja, meine Kritik an Höcke als auch an Krah ist ja komplett konträr zu denen der Medien. Ja. Die Medien würden ja nie kritisieren, dass er Sozialist ist. Ich finde das ja geil. Ja. Genau. Ja. Du bist Rassist. Ja, und mit Rassismus hast du doch überhaupt keine Probleme. ist furchtbar. Ja. Wir müssen uns langsam dem Ende nähern. Sag mir noch mal, wie siehst du die Zukunft? Wenn du so in deine Glaskugel schaust, die nächsten 5 Jahre, gib mir mal so aus deinem persönlichen Bauchgefühl heraus ein Best-Case und ein Worst-Case-Szenario. Meine Zukunft, die Zukunft des Westens, die Zukunft Deutschlands, die Zukunft der Welt? Ich sag mal, von dein darüber, worüber du jetzt sprichst und wenn du in 5 Jahren, was du jetzt denkst, was du in 5 Jahren für einen Stream machst, wie die Zukunft dann aussieht. Also du bist unter Super Freedom Bros live am 9. Februar 2029 und du hast gerade die Nachrichten geguckt. Was ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, worüber du einen 2-stündigen Stream machst? Was ist das Beste, was du dir vorstellen kannst, worüber du gerade einen 2-stündigen Stream machst? Das von dir genannte Datum ist ein Samstag, das streame ich nicht. Okay. Nein, ich mache nur Spaß. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Samstag ist. Ich wollte nur so tun, als wenn ich das im Kopf ausgerechnet hätte. Nein, aber das
Weiß ich gar nicht, Alter. Also das beste Szenario. Natürlich weißt du das nicht, deswegen ist es also aus dem Bauchgefühl. Ja, ja, das, ich habe auch Kinder, die haben meine Glaskugel vor einigen Wochen zerbrochen. Ich habe noch keine neue, aber also ich glaube tatsächlich, dass uns einer eine rosige Zukunft erwartet. Uns einer, der Bitcoin hortet. Wir werden oben aufschwimmen. Und die Frage ist halt, in welcher Flüssigkeit schwimmen wir? Es kann Wasser sein, es kann Pisse sein, kann aber auch flüssige Scheiße gemischt mit Kotze sein. Was ich sagen kann, besser wird es nicht in den nächsten 5 Jahren. Was politisch passieren wird, gerade im Rahmen Deutschland, würde ich sagen, wird es sehr, sehr spannend. Was wird die Werteunion, wie wird die Werteunion reagieren? Was wird die Werteunion uns vorschlagen und welche Kompromisse ist sie bereit zu machen? Ansonsten würde ich sagen, nächste Bundestagswahl bekommen wir nochmal Grün, also eine der grünen Parteien, keine blaue und welche Farbe auch immer dann die Werteunion haben wird. Ich denke, orange. Ja, kann sein. FDP fliegt raus. Ich weiß es nicht. In meinem Podcast habe ich noch richtig viele Prognosen getroffen und seit Corona mache ich es nicht mehr. Und der Ukraine-Krieg hat mir gesagt, auf gar keinen Fall mehr. Ich kann die Deutschen nicht einschätzen. Ne? Die sind innerhalb von 2 Wochen von Friedenstraum zu blutrünstigen, kriegsgeilen Russenschlechtern geworden. Einfach so, im Kopf. So alle Werte von gestern weg. Einfach weg. Jetzt tot dem Russen. Und ich weiß nicht, also einerseits gibt mir das Hoffnung, weil ich denke, okay, wenn du von Frieden, keine Waffen mehr und nie wieder Krieg zu jetzt schlachte ich alle ab, kann ich dann nicht auch von Sozialismus zu freier Markt? Ist dieser Wechsel nicht auch drin? Ich bezweifle es fast, aber ich meine, wenn du so einen Spagat von Frieden zu Krieg machen kannst, kannst du ihn dann nicht auch von Sozialismus zu Markt machen? Für mich blicke ich in eine positive Hoffnung. Ich blicke langfristig über die 5 Jahre hinaus in eine sehr positive Hoffnung, hauptsächlich getragen durch Bitcoin. Und ich glaube, einer der spannendsten Aspekte wird die WU sein. Die AfD wird nicht uninteressant. Und einmal rüber über den Teich Milei. Wird Milei zeigen, oder wird Milei den Markt so frei machen, dass er sich extrem entfaltet? Also sehen wir Argentinien in den nächsten 3 Jahren die Leiter des BIPs-Pro-Kopf-Einkommens global so erklimmen, dass die Leute zwangsläufig erkennen müssen, dass mehr Markt gut ist oder nicht. Also, aber ich sage, was Milei drüben macht, kann hier große Auswirkungen haben, wenn wir ein wirtschaftliches Programm von Kra in der Werteunion haben. Das ist so meine Vermutung, aber ich weiß halt auch nicht. Finde es sehr spannend. Ich finde die Zeiten zu spannend, um was zu prognostizieren, aber ich freue mich auf die Zukunft. Das klingt schon nach einem positiven Abschlussstatement. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Wenn du deinen Kanal verlinken wir unten in die Videobeschreibung und ich würde dir das letzte Wort überlassen, wenn du gerne noch ein paar Worte an die Zuschauer richten möchtest. Abonniert mich. Nein, kleiner Spaß. Erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr. Das ist auch mal ganz spannend, interviewt zu werden. Das ist mein erstes Mal. Ich hoffe, du hast nicht gemerkt, dass ich unerfahren bin und ein bisschen gezittert habe. Nein. Du machst das mit vulgärer Sprache einfach wieder wett. Also von daher. Gib mir Tiernamen, du Drecksau. Darf ich das hier eigentlich? Das ist ja nicht mein Kanal. Was, sonst überpiepst du das nachher einfach. Also erstmal. Die Mühe mache ich mir nicht. Erstmal danke ich allen, die meinen Kanal schon gucken. Ich habe unglaublich angenehme Followerschaft. Die Stimmung ist herrlich. Wer dabei sein möchte, die Kommentarspalte. Manchmal wäre ich lieber in den Kommentaren als vor der Kamera. So angenehm ist es da. Ich habe da auch viele, viele Favoriten. Bekomme hier und da mal Spenden. Du kriegst übrigens noch Geld von mir. Ich schulde dir noch Geld. Dann an alle, die mal reinschauen wollen, Super Freedom Bros. Das mit dem Mario Letter ist eigentlich schwer. Also ich habe ein Design, das ist unverkennbar. Das gibt es einmal auf YouTube, weltweit. So, wenn du es einmal gesehen hast, erkennst du jedes Video von mir wieder. Und schaut gerne mal rein, abonniert und ja, gehen wir in den Dialog. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, ich bedanke mich bei Unbasiert, ich bedanke mich bei den Betreibern des Discord-Servers, diesem anarchistischen, wo niemand weiß, wem der gehört, aber der ist super.
Und ja, freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit der anarchistischen Bubble. Und denke, wir können Großes erreichen. Wir sind klug, wir sind frisch, wir sind cool, wir sind witzig und wir sind verdammt nochmal frei. Wir haben den anderen, den politischen Richtungen, wir sind denen so überlegen in unserer Aufstellung, dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass wir die kleinste politische Fraktion darstellen. Nein, das akzeptiere ich auch nicht mehr. Wir haben das sexy Angebot, wir haben die coolen Streamer, die sollen sich in den geziemen und das machen wir. Wir rocken das, Alter. Ich bin wirklich guter Dinge und ich habe unglaublich viel Spaß, ja. Und danke auch für alle, die hier zugeschaut haben. Und jetzt muss ich langsam aufhören zu reden. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch.